So Freunde, bevor das eigentliche Video startet, hier eine kurze Werbung für meinen Partner Eneba. Checkt ihn auf jeden Fall sehr, sehr gerne aus. Hier kriegt ihr aktuell auch PSN-Karten sehr, sehr günstig. Wir gehen mal drauf ein. Also PSN-Karten kann man ja immer gebrauchen für Mitgliedkarte, dies, das könnt ihr ja immer gebrauchen, Freunde. Gebt ihr einfach ein PSN, geht ihr auf Deutschland natürlich und ihr zahlt da nur 41,50 €, glaube ich. Gebt dann natürlich noch den Code Alex96 ein. Damit spart ihr nochmal 3%, Freunde. Also wie gesagt, eine 50er PSN-Karte für 41,47 €. Finde ich sehr, sehr gut. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem eigentlichen Video ab. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute zu den Top-Partien am Donnerstag, was wir heute investieren können, Freunde. Wenn wir heute drauf eingehen. Wenn euch das natürlich gefällt, Freunde, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben. Gerne das Video supporten. Gerne abonnieren, wenn ihr neu seid, Freunde. Dann erfährt ihr, wie ihr sehr, sehr viele Coins macht. Macht ihr nichts falsch, Freunde. Wie gesagt, einfach gerne kostenlos Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich rein mit den Top-Partien. Vorher werden wir erst noch mal kurz auf die letzte Woche eingehen. Da haben wir ja in die Gladbach-Spieler investiert und haben einen Gewinn von über 2 Millionen eingefahren. Wäre natürlich saftig, wenn man das wieder einfahren könnte. Da haben wir hier sehr, sehr gute Gewinne eingefahren. Also wir haben da 2,5 Millionen ungefähr Gewinn gemacht mit den ganzen Gladbachern. Alle für 400-500 gekauft und alle für über 2000 verkauft. Also das war sehr, sehr saftig, wie gesagt. Wer damit reingegangen ist, hat da auf jeden Fall ordentlich Coins mitgemacht, Freunde. Also wie gesagt, wir haben da bestimmt 100-200 Leute auf Insta geschrieben, dass sie auch da in die Gladbacher investiert haben und da sehr, sehr guten Profit gemacht haben. Natürlich habe ich heute wieder mein Zettel am Start, Freunde, für die Top-Partien. Da gehen wir natürlich auch direkt drauf ein, was kommen könnte. Wir fangen mit der ersten Partie natürlich an. Die ist aus der spanischen Liga. Die Chance 10%, sage ich, dass es drankommt. Ich habe ja auch gestern zu den Champions League-Partien predicted. Und Freunde, auch da war auch noch eine kleine Investitionsmöglichkeit für Messi POTM. Falls da jemand Interesse hat, einfach das Video von gestern schauen. Wie gesagt, vielleicht habt ihr das verpasst oder werdet jetzt hier das erste Mal auf dieses Video geleitet. Das kann natürlich sein. Gehen wir natürlich drauf ein. Wie gesagt, in der spanischen Liga spielt Real Madrid gegen Valencia. Warum sehe ich nur 10% bei dieser Partie? Die Chance, dass es halt drankommt, sehe ich halt gering, weil in einer Woche spielt Real gegen Barcelona und sind wir ehrlich, Real Barcelona ist da ein deutlich besseres Duell. Valencia-Spieler sollte man noch so für um die 500 bekommen. Ja, nur den Bronzenen. Guckt ihr, dass ihr einfach die Seltenen für 650 erbietet von Valencia. So einen Bass für 650 könnt ihr auf jeden Fall holen. 700. Sherry Chef werdet ihr sehr oft bekommen. Es gibt da auch noch Condogbia und Gamero. Könnt ihr auch noch holen, Freunde. Also, wie gesagt, Valencia hier einfach für 700. Könnt ihr nichts verkehrt machen. Holt ihr euch einfach die. Real Madrid, muss man sagen, ist wahrscheinlich teurer. Ja, die sind halt auch gehypter und halt auch wirklich ein Top-Team. Ne? Deswegen sind die eh immer teurer. Man hier überhaupt was für unter einem K bekommt, ist schon, ja, die Frage, bekommt man natürlich nicht. Ein K, ungefähr, würde ich jetzt nicht so viele kaufen, bin ich ehrlich, weil kommt es nicht, können die natürlich runtergehen. Ein Lucas Vazquez für ein K, okay, der ist günstig, der Vazquez, den könnt ihr mitnehmen. Der Vazquez ist ein sympathischer Preis für ein K. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der so wenig kostet. Vazquez bin ich am überlegen, vielleicht auch. Ich gehe mir in Masse in Vazquez, weil unter 1K für einen 81er RF Spanien plus Real Madrid. Sehr, sehr saftiger Preis für den Vazquez. Also Vazquez schon mal für die Leute, die vielleicht in einer Woche da investieren wollen. Barca Real schon mal. Oder ihr könnt auch für die Woche investieren, falls gegen Valencia kommt. Da wie gesagt, ich würde den jetzt sagen 10% bei dieser Top-Partie. Deswegen, ja. Sehe ich jetzt nicht so rentabel. Könnt euch trotzdem mal ein paar Vazquez holen. Der geht klar unter 1000, macht ihr nichts verkehrt. Nächste Duell, was mein persönlicher, ja, nicht kompletter Favorit ist, aber ich denke schon, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es drankommt. Haben wir hier Benfica gegen Famalicão. Ja, da gibt es natürlich auch Ligen-SBCs, das Ding. Erster gegen Dritter. Ne? Das ist, finde ich, sehr, sehr interessante Top-Partie, muss ich sagen. Benfica kriegt ihr auch noch für Abstoßpreis. Bei diesem Famalicão, diesen Aufsteiger, die rasieren ordentlich in der Liga, sind Dritter. Also die gehen auf jeden Fall gut ab und die sind auch teurer. Was kostet da der billigste? Gibt es da überhaupt welche? Ja, 900. Da müsst ihr halt schauen. So, das ist halt schon ein Preis, wo ich wieder sage, klar, Ligen-SBC ist da, aber 800 kosten die. Das ist schon nicht gerade so günstig. Ne? Klar, wenn da einer gefordert wird,
Ja, die werden hochgehen. Ist natürlich klar, wenn da natürlich steht, entweder ein von Benfica oder ein davon, werden die Benfica-Spieler eher ein bisschen ansteigen. Statt die hier, dann denke ich, dass man alle so für 1K verkaufen kann. Also, wodurch da lieber Benfica-Spieler für 4-500. Ja, würde ich jetzt hier ein Masseninvest machen, wahrscheinlich auch eher nicht. Vielleicht so 100, 200 holen, okay. Aber mehr würde ich hier auch nicht holen, weil diese Woche ist jetzt so keine klare Partie dabei wieder, wie auch bei den Champions League Partien. Da habe ich halt trotzdem in eine Partie in Masse investiert. Da werden wir hier auch noch drauf eingehen, warum die halt die Doppelchance haben, warum ich in Masse investiert habe bei den Ajax-Spielern. Kann ich ja sagen, wie gesagt, die spielen diese Woche auch auf jeden Fall in der Liga ein gutes Duell. Gut, dann kommen wir zum italienischen Derby, FC Genua, Freunde, gegen Sampdoria Genua. Auch ein gutes Duell, ist schon manchmal dran gekommen, aber manchmal auch nicht. Gucken wir mal, was die kosten. Okay, Sampdoria 600 ungefähr, werdet ihr wahrscheinlich für 500 investieren. Interessante Partie auf jeden Fall, kann man sich auch ein paar gönnen. Auch hier, wie gesagt, nicht komplett rein. Ja, für 600 geht es eigentlich schon klar, aber ich würde jetzt auch hier nicht in Masse investieren. Wie gesagt, Genua, Freunde, kriegt ihr für, okay, die sind wahrscheinlich billiger. Genua 550 für 450 erbieten. Dann sollten die klar gehen, 500 kosten, die kann man die für 450 erbieten. Ich denke mal schon, 450 erbietet ihr die einfach. Dann geht das schon klar. Wie gesagt, nicht auch davon holt ihr auch nicht so viele. Wie gesagt, ich habe da eine Partie, wo ich jetzt eher predikte, also ja, das ist auch eher so ein Duell, kann kommen, aber ist jetzt die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Wie gesagt, was ich denke, entweder es kommt heute Abend zu den Champions League Top-Partien, wenn es nicht zu den Champions League Top-Partien kommt, Freunde, könnt ihr in dieses Duell komplett, bin ich mir sicher, investieren. Es wird dann 1000%ig Donnerstag kommen. Ajax spielt als Tabellenführer gegen Amsterdam, genau. Alkmaar spielen die. Die spielen gegen Alkmaar. Amsterdam spielt gegen Alkmaar. Man muss sagen, Amsterdam, okay, 450 ist ja noch da. Wenn der jetzt noch da ist, nehmen wir den, würde ich den natürlich mitnehmen. Ihr seht, Informs, wie gesagt, habe ich gestern in dem Video erwähnt, Freunde, falls ihr da nochmal auschecken wollt. Ja, Volland, auch gestrige Video, wie gesagt, Freunde, einfach das auch nochmal schauen, wer das nicht geschaut hat. Wenn ihr die für 400, 500 kriegt hier, könnt ihr natürlich auch noch mitnehmen, weil Ajax spielt in der Champions League und Ajax spielt natürlich gegen Alkmaar. Wie gesagt, Alkmaar-Spieler, wenn es heute Abend nicht kommt in der Champions League, werde ich auch nochmal in Alkmaar-Spieler gehen. Freunde, Alkmaar-Spieler sollten so 400, 450 kosten, die goldenen. Okay, silberne auch recht günstig, muss man sagen, sehen wir hier sehr, sehr viele. Hier den ersten 450 Torwart. Okay, ich glaube, die haben jetzt nicht so viele Goldspieler. Okay, da war noch ein ZOM. ZDM. Könnt ihr auch mitnehmen. Also wie gesagt, für die Preise hier 300 für den hier. Also das finde ich interessant hier für 64er deutscher Innenverteidiger. Okay. Wäre ein bisschen billiger für 200, 300 hätte ich hier mitgenommen. Ja, wie gesagt, hier für 400 von denen hier könnt ihr schon so holen. Also da werdet ihr nichts verkehrt machen. Hier 200 kaufen wir gerade mit. Wie gesagt, die werde ich mitnehmen. Für sympathische Preise immer einkaufen. Naja, hier würde ich auch für 400 mitnehmen. Und den Deutschen nehmen wir auch mal mit. 250, wie gesagt. Das sind Top-Preise. Theoretisch wäre ein bisschen da. Ich könnte die einfach für 200 alle kaufen eigentlich. Da macht ihr nichts verkehrt mit. Nehmen wir den mal noch, rechter Verteidiger. 200 ist ein Witz für die. Wie gesagt, ihr seht die nicht, weil ich habe halt in Ajax 2000 Spieler ungefähr geholt. Mittlerweile 2000. Gestern waren es noch ein bisschen weniger. Mittlerweile sind es so um die 2000. Ja, geht vollkommen klar, wie ich finde. Also wie gesagt, Alkmaar, falls es nicht kommt, ihr heute Abend, habt ihr eine Partie, wo ihr komplett all-in gehen könnt, Freunde. Alkmaar wird dann scheppern am Donnerstag gegen Amsterdam. Bin ich mir relativ sicher, Freunde. Deswegen die Partie sollte eigentlich safe sein, das ist die, wo ich wieder so am ehesten sehe, wenn es heute Abend nicht kommt, dass es am Donnerstag da bimmelt in der Kasse und dass wir da vielleicht wieder die ein oder andere Münze Gewinn machen, da vielleicht mal wieder eine Million oder zwei Millionen machen. Vielleicht machen wir auch diesmal drei, wäre auf jeden Fall nice. Wie gesagt, ich habe wieder 2000 geholt, gucken wir auf jeden Fall. Freunde, jetzt sind wir in der dänischen Liga unterwegs, hier sind wir ja eh nicht so oft, aber hier spielt der erste gegen den dritten, interessante Partie. Die Partien bringt die EA halt eh nie so gerne. Wenn, dann bringen die, gibt zwei Spieler aus der Liga ab. Aber, was ist mir da aufgefallen? Die Silberspieler von diesen Ligen gehen immer auf 7-800. Was könnt ihr machen? Ihr kauft euch jeden für 200 von diesen Silberspieler. Ihr seht jetzt von, ich will den Verein jetzt nicht aussprechen. Ihr habt den Team gesehen, Freunde. Midland oder so. Ich will es jetzt nicht aussprechen, genau. Wie gesagt,
Ihr wisst wahrscheinlich besser, wie das ausgesprochen wird, Freunde. Deswegen die Partie gegen, die spielen hier gegen dieses Double A, nennen wir einfach mal Double A, können wir auch hier für 200 kaufen. Ich hole jetzt nur den Rechtsverteidiger, weil die anderen sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich die schon habe. Holt ihr einfach für 200 Silberspieler aus den Ligen. Macht ihr nichts verkehrt. Kleine Chance, dass es drankommt. Allerdings, wie gesagt, irgendwann muss mal so eine kleine Partie drankommen. Deswegen hoffe ich es mal, dass mal so eine kleine Partie auch irgendwann mit reingenommen wird. Es wird aber dies Jahr eher auf die Big Broken SBCs gesetzt, also eher auf die großen Teams, Freunde, wie die kleineren Top-Partien. Das finde ich schade, aber ist leider so. Wahrscheinlich, dass die Spieler nicht mehr auf 10k gehen. Wenn nämlich das so ein Spieler von denen hier auf 10k geht, ich würde natürlich 2000 kaufen, wenn das so wäre. Und ja, und dann hätte man natürlich sehr, sehr viele Coins. Und das möchte ich eigentlich, glaube ich, vermeiden dieses Jahr. Deswegen, ja, denke ich nicht, dass es, wenn es dran kommt, dass von diesen Vereinen auf jeden Fall was gefordert wird. Das ist halt schade, aber sonst, ja, kauft ihr einfach ein paar aus den Ligen für 200. Macht ihr nichts verkehrt. Zur Not könnt ihr für 300 wieder verkaufen. Deswegen geht vollkommen klar. Wir gehen in die vorletzte Ligen-SBC. Ach, Ligen-SBC. In die vorletzte Top-Partie-SBC, Freunde. Hier spielt, muss ich kurz gucken, Freunde, kenne ich nicht auswendig. Hilal. Ach, mein Güte. Hilal. Al-Hilal, da waren die doch, hier, Al-Hilal, ich weiß nicht, was die kosten, okay, 700, 600, 500, okay, ja, was kosten die Bronzen, hier könnt ihr euch auf jeden Fall, ich würde sagen, holt euch hier zwei Stück, Freunde, okay, auch die Bronzen, okay, 400 für Bronzespieler, wenn die halt kommen, werden halt richtig teuer, allein wegen der Ligen-SBC, 400 muss man für die bezahlen, ah, okay, es gibt den Goldenen, perfekt, sogar zwei Goldene, okay, da könnt ihr die einfach holen, beide. Werde ich mir auch beide mal mitsneaken, weil ist okay für den Preis. 400 kann man nichts verkehrt machen. Die spielen gegen Al-Ali. Ja, gucken mal, das war, glaube ich, dieses grüne Logo. Könnt ihr natürlich auch investieren. Ja, die sind alle mit Alphas, ne? Ja, hier, Al-Ali. Okay, auch die haben einen Goldspieler, Al-Soma. Auch den nehmen wir für 400 mit. Holt euch einfach die Goldenen für 400. Bei den anderen, wenn ihr für 150, 200 was erbieten könnt, testet. Ich weiß nicht, ob ihr da was bekommen werdet. Hier 250, interessant auf jeden Fall. Hier rechter Verteidiger für 400, nicht uninteressant. Kann man natürlich gucken. Wie gesagt, der könnt ihr erbieten, Freunde. Er versucht die zu erbieten, ist er ja weggekauft worden, der Seltene. Anscheinend ist er hier direkt gekauft worden. Okay, anscheinend. Schade. Wie gesagt, holt euch den Goldenen und dann sollte das schon klar gehen. So, Freunde, in der schottischen Liga auch das letzte Duell spielt Glasgow Rangers gegen Motherwell. Das ist der erste gegen den zweiten. Ist schon eine recht gute Partie, wie ich finde. Wie gesagt, auch hier schaut ihr, ob ihr Silberspieler oder seltene Bronzespieler bekommt für 200. Okay, hier bekommt man einen, nehmen wir aber mit, ist okay. Und bei Glasgow Rangers schauen wir natürlich auch noch nach. Da könnte es natürlich sogar Goldspieler geben bei Glasgow Rangers. Aber ja, wie gesagt, ihr könnt auch hier in der Liga wieder euch umschauen. Ja, aber wow, wir haben von jedem einen bekommen. Aber wie gesagt, schaut da einfach nach, dass ihr die erbietet, weil die meisten stellen die eh zum Bieten rein. Deswegen holt euch einfach diese Spieler zum Bieten, Freunde, ganz klar. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass vielleicht die Rangers sogar Golden haben, ja, die Rangers haben Gold, ne? Ja, die, auch diese eine hier, der ja diese Karte da, diese 81er Karte bekommen hat. Schade, dass der nicht wenigstens 84er oder so bekommen hat, dass man den wenigstens für SBC oder so abstoßen kann. Wie gesagt, da holt er die einfach für 400. Geht klar, wenn es kommt, habt ihr natürlich da ein paar im Verein. Könnt ihr selber machen, wenn ihr natürlich in Massen investieren wollt. Ich sag mal so, für 400 könnt ihr bei diesen Non-Rare Goldkarten eh nichts verkehrt machen, Freunde. Deswegen könnt ihr schon da euch ein paar gönnen. Also wie gesagt, für den Preis, ihr habt null Risiko. Ihr könnt die für 500 auf Masse wieder verkaufen. Gehen wir nochmal die Verkäufe durch, was ich verkauft habe, Freunde. Ihr seht, ich bin am Silberspieler auscashen. Ich habe so viele noch im Verein von den ganzen Ligen-SBCs. Ich bin die einfach am Verkaufen, stelle die auch viele überteuert einfach rein. Manche gehen auch nicht so für so viel, aber die meisten bringen schon die ein oder andere Münze. Also ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall. Auch Bronze-Packs lohnen sich dieses Jahr wieder. Ihr seht, ihr könnt auch mal reinschreiben, wollt ihr mal sehen, dass ich mal ein Bronze-Pack-Video mache, wie ich zeige, dass die Bronze-Packs sich effektiv lohnen. Freunde, könnt ihr Hashtag Bronze in die Kommentare schreiben. Ich würde auch sagen, das wäre es mit diesem Video gewesen. Gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.